Ja, moin moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. Das hier wird jetzt erstmal die letzte Folge, die ich heute aufnehme, weil es ist jetzt wieder alles schief gelaufen. In den zwei Folgen, also beziehungsweise ja doch in den zwei Folgen, die ich bis jetzt aufgenommen habe, erstmal war das mit der Festplatte. Das hatte ich ja in der Folge dann selber noch erklärt. Und in der letzten Folge habe ich zwar gelabert und man hat das auch gehört, aber der Game Sound wurde nicht aufgenommen, weil ich habe ja zwischenzeitlich mal den Laptop auseinandergenommen. Dafür hatte ich natürlich alle Kabel abgesteckt und dann habe ich zwei USB-Kabel miteinander vertauscht aus Versehen, also an die jeweils anderen Ports angeschlossen. Und dann hat OBS nicht mehr gecheckt, welches mein Aufnahme- oder mein Audio-Ausgabegerät ist und hat dann den Game-Sound nicht aufgenommen und ich habe es nicht gesehen, weil ich ein Trottel bin. Heute ist heute Freitag der 13. zufällig? Nee, heute ist der 22. Ja, toll. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass jetzt echt, das waren jetzt zwei wirklich einfach qualitativ beschissene Folgen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und das Netteste, was mir dazu einfällt. Wir machen einfach mal weiter. Ja. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich bitte um Verzeihung. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es ist wirklich alles... alles Mist gerade. Naja. Weil mir ist natürlich auch nicht aufgefallen, weil ich habe ja den Game Sound gehört. Aber er wurde halt nicht mit aufgenommen. Und mein zweiter Monitor steht halt... ja. Steht halt so weit abseits von meinem Hauptmonitor, dass ich mal wirklich den Kopf drehen, ein Stück drehen muss, um da irgendwie ihn zu sehen. Also ich sehe ihn zwar so aus dem Augenwinkel. Sag mal, kann doch jetzt wohl nicht euer Ernst sein. Also... dein Ernst sein Spiel. Ja, dass ich halt die Spur nicht gesehen habe. Weil ich achte da eigentlich nicht so wirklich drauf, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass es funktioniert. Und es hätte ja auch funktioniert, wenn ich es an den richtigen Anschluss gesteckt hätte wieder. Oder wenn OBS es raffen würde, dass die gleiche Quelle angeschlossen, nicht die gleiche Quelle, sondern das gleiche Ausgabegerät angeschlossen ist. Auch wenn es nicht am selben Port hängt. Naja, vergessen wir einfach die letzten zwei Folgen, weil die waren einfach Schmutz und konzentrieren uns auf das, was jetzt hier passiert. Ich habe glücklicherweise in der letzten Folge, glaube ich, relativ viel geredet, sodass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Ich muss nur daran denken, dass ich in der Bearbeitung, das werde ich auch gleich noch machen, dass ich da ein paar Disclaimer einfüge, dass ihr dann auch direkt darauf hingewiesen seid. Was das Problem ist. Beziehungsweise war. Und ja, eigentlich würde ich jetzt halt die Folgen, also ich hätte jetzt die Folgen eigentlich neu aufgenommen einfach. Aber kann ich ja nicht. Wegen Autosave. Jetzt, ja, ich hatte es ja schon mal erklärt, weil ich kann ja die Folgen nur einmal aufnehmen, weil es ja nach jedem Rennen speichert. Und so wie es gespeichert ist, ist der letzte Save halt überschrieben. Und dann kann ich nichts mehr machen. Also ich könnte dann das ganze Spiel einfach nachstellen, einfach nochmal komplett von vorne anfangen, aber nein.
Wir sind ja jetzt in Folge jetzt 42. Und bisher ging ja jede Folge mindestens 30 Minuten. Das heißt, wir sind bei über 20 Stunden Spielzeit. Das würde ich dieses Wochenende also gar nicht schaffen. Plus noch weitere... Ja, dann nochmal 11 Folgen aufnehmen. Daher kann ich das nicht machen. Also, weil davon abgesehen, dass selbst wenn ich die Zeit hätte, ich da absolut auch keine Lust zu hätte, das Spiel einfach nochmal komplett von vorne zu spielen. Jetzt, während ich ja eigentlich mitten dabei bin. Aber ich habe leider auch nicht wirklich eine Lösung für das Problem. Ich muss halt einfach hoffen, dass es jetzt funktioniert. So. Nächstes Rennen. Was haben wir denn? Wir fahren... Ja, wir haben nur noch die beiden hier. Einmal Radarfalle, einmal Rundkurs. Dann fangen wir mal mit Rundkurs an. Ich kann auch leider, habe ich jetzt gerade eben kurz drüber nachgedacht, ich kann auch leider keine Musik einfügen, weil darf ich ja nicht. Und ich habe zwar in der Vergangenheit ab und zu mal so royalty-free Music mir bei YouTube einfach geholt und die benutzt. Aber... Ja, ich müsste mir eigentlich mal so eine Music Library mal holen. Da gibt's ja welche, aber das ist dann halt mit Kosten verbunden. Und ja, das, also, kann ich mir halt einfach nicht leisten. Ist halt so, weil ich, wie gesagt, ich spare ja momentan auf dem Rechner. Auf einem sehr teuren Rechner. Und wenn ich jetzt irgendwie mir ständig irgendwie was hole, weil, ja, dann zögert sich das halt immer weiter raus, bis ich den dann mir kaufen kann. Und ich hätte den schon gerne Ende des Jahres, also so Ende Oktober, das ist jetzt so der geplante Zeitpunkt. Und ja, ich werde dann auf jeden Fall auch Videos davon machen, wie ich den baue etc. Ich denke, ich werde tatsächlich alles komplett aufnehmen und auch alles komplett mehr oder weniger uncut veröffentlichen, aber ich glaube, ich werde auch dann eine geschnittene Variante davon machen. Weil ich
glaube tatsächlich, dass das ganz guter Content ist. Und vor allem ist es Content, den ich nicht oft machen kann oder genau genommen dann genau dieses eine Mal machen können werde. Weil wie oft baut man sich schon einen PC zusammen? Ich hoffe nicht allzu oft und ich hoffe, dass das Erlebnis mit meiner Festplatte da jetzt kein oben ist dafür, wie der PC-Bau dann vonstatten gehen wird. Aber wie gesagt, ich werde kein einziges Teil davon bei Amazon kaufen. Insofern bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Warum haben wir eigentlich so exorbitant viel Vorsprung? Was da passiert? Also bei den anderen. Ich glaube nicht, dass es daran lag, dass ich extrem gut gefahren bin, denn das bin ich nicht. Beweisstück A für meine Fahrkunst. Gut, haben wir das gewonnen. Und dann fahren wir direkt das nächste Rennen. Nämlich das Radarfallenrennen. km/h Rückstand, das lässt sich auf jeden Fall aufholen. Haben wir auch. Immer noch Erster, das ist gut. Das ist gut. Klingt ja ein bisschen wie Nazgul. Oh, Herr der Ringe könnte ich eigentlich auch wieder gucken. Da habe ich übel Bock drauf, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich gucke ja so gerne die Extended Editions, weil ich weiß nicht wieso, aber ich finde diese wiedereingefügten Szenen, ich finde die irgendwie nice. Problem ist nur, diese Filme dauern ja 1000 Jahre
So viel Zeit habe ich nicht. Aber gut, vielleicht habe ich... Oh, warum bin ich so? Aber vielleicht habe ich ja dieses Wochenende doch ein bisschen mehr Zeit, wenn ich einfach außer Underground nichts mehr... Underground vor allem. Wieso sag ich das denn immer noch? Wenn ich außer Most Wanted nichts mehr aufnehme, habe ich ja vielleicht doch ein bisschen Zeit am Wochenende. Kann ich mir das vielleicht sogar tatsächlich überlegen, ob ich möglicherweise doch vielleicht mal wieder ein Herr der Ringe gucke. Sogar Erster geworden, also so auch platzierungsmäßig im Sinne von als Erster ins Ziel gefahren. Sehr schön. Jetzt haben wir hier noch dieses mit Minimal und dann haben wir dreimal noch Maximal und das war's dann schon. Also dann fahren wir mal das Minimal Dings Kontrollpunkt, wie heißt das hier, nochmal Mautstellenrennen, genau. Das habe ich ja so ein bisschen für die Entspannung aufgehoben. Ja, wenn ihr Bock auf irgendwas Bestimmtes habt, also seien es jetzt Spiele oder seien es, was weiß ich, irgendwelche Themen, über die ich mal reden soll oder so, dann ihr könnt mir das alles gerne mal schreiben. Ob ich das dann auch wirklich mache, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Aber dann, ja, weiß ich das zumindest schon mal, dass ihr da Bock drauf habt. Weg. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, dass ich das mal umsetze, als wenn ich es nicht weiß. Also bei Spielen, wie gesagt, ich mache mir mal so eine richtige Liste, weil ich hatte auch einen Spielewunsch für die Umfrage, hatte ich leider übersehen. Das wäre Midnight Club gewesen. Aber ich kann nachträglich das nicht mehr hinzufügen. Wäre auch unfair. Also diesem Titel gegenüber wäre das unfair. Dann lasse ich ihn lieber erstmal weg. Ich habe ja schon gesagt, es war nicht die letzte oder wird nicht die letzte Umfrage sein. Wir werden ja dann mit Pro Street nach Carbon weitermachen, höchstwahrscheinlich. Zumindest sieht die Umfrage momentan so aus. Und ich werde dann allerdings, also spätestens während Undercover, ist ja dann der Teil nach Pro Street, also spätestens danach, spätestens währenddessen werde ich mal die nächste Umfrage machen, ob ihr auch weiter noch Bock dann auf Underground... Wieso sag ich denn immer Underground? auf Need for Speed natürlich habt. Werde ich immer mal so eine Abfrage machen zwischendurch. Und dafür brauche ich dann natürlich... Alternativen, auf die ihr Bock habt. Und die werde ich dann mit reinschreiben. Ich werde auch Alternativen mit reinschreiben, auf die ich Bock hätte. Was ich hier noch so rumliegen habe. Zum Beispiel, wo wir gerade bei Herr der Ringe waren, fällt mir nämlich gerade ein. Ich habe tatsächlich Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Dieses uralte Spiel, das habe ich damals mit einem Kumpel, der hatte ein Gamecube. Da haben wir das immer zusammen gezockt. Das hat ultra viel Spaß gemacht.
So viel, dass ich, als ich dann irgendwann einen PC hatte, mir das selber gekauft habe auch. Und dann auch alleine gespielt habe. Und das habe ich noch, dieses Spiel. Und das habe ich auch installiert. Und ich habe das auch mal getestet von der Beide. Das läuft. Also wir könnten, das könnten wir auch irgendwann spielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das ist, wie gesagt, ist wirklich sehr alt, das Game. Also was heißt sehr alt? Ist, ich glaube, Rückkehr des Königs kam, glaube ich, irgendwie 2006 oder so in die Kinos. Oder 2004. Anfang der 2000er kam die Rückkehr des Königs in die Kinos und entsprechend kam da auch das Spiel raus. Also es ist jetzt nicht wesentlich älter als Underground oder Most Wanted oder so. Aber es war ein cooles Spiel. Also vielleicht habe ich es auch nur so cool in Erinnerung, weil ich das, wie gesagt, mit einem Kumpel gespielt habe und wir super viel Spaß mit hatten. Und diese Erinnerung macht das Spiel für mich besser. Das kann durchaus sein. Aber ja, das, sowas kann ich zum Beispiel auch anbieten. Ich kann anbieten Horizon Zero Dawn. Das habe ich tatsächlich sogar mit einer Platin-Trophäe. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Da habe ich auch einige Zeit drin verbracht, obwohl ich es nur dreimal durchgespielt habe insgesamt. Also das, sowas, also das, was ich anbiete, das habe ich sowieso vor, auf jeden Fall irgendwann zu Let's Playen. Insofern braucht ihr euch da gar keinen Stress machen, wenn ihr euch nicht dafür entscheidet. Es wird früher oder später sowieso irgendwann kommen. Das gilt natürlich auch für GTA, für Red Dead, Redemption 2. Was fahren wir denn als nächstes? Sprint oder noch... Ja, haha, da ist natürlich das Spiel wieder abgeschmiert. Geil, geile Sache, super geile Sache. Heute, der Tag ist absolut zum in die Tonne treten. Ich liebe es. Drei Folgen aufgenommen, in allen dreien ist irgendwas schiefgegangen. Wobei der Abschluss noch das am wenigsten Schlimme war. Toll, das war sehr schlecht. Ja, wir sind auch zu Recht auf dem letzten Platz. Ja, ich war gerade dabei, über irgendwelche Spiele zu reden. Achtung, Stadtbezirk. Haben mehrere Beschwerden über eine Gruppe Raser bekommen. Beschreibungen passen auf gesuchte Fahrer. Wurden soeben gesichtet in Fahrtrichtung Norden am Riverfront Stadion vorbei. Ich brauche eine freie Einheit, die dorthin fährt. Ja, also ich werde auf jeden Fall die Spiele, die ich vorgeschlagen habe, die habe ich sowieso vor, irgendwann als Let's Play hier hochzuladen. Kümmere mich um den Raser. Verdächtiger in Sicht, nähere mich. Also das wird auf jeden Fall irgendwann passieren. Er macht sich aus dem Staub. Von daher macht euch da keine Gedanken, wenn ihr das sehen wollt und es aber nicht gewählt wurde. Irgendwann wird das auf jeden Fall kommen. Auch die Witcher-Reihe werde ich auch irgendwann spielen. Ich weiß nicht, ob es da jemanden gibt, der sich da noch für interessiert. Also nicht die ganze Reihe. Ich denke, Witcher 1 werde ich nicht spielen, weil das mir von der Steuerung einfach so gar nicht gefällt. Gucken, gewinnen wir das trotzdem? Sieht so aus. Ja. Gut. Verdammt, kann nicht dranbleiben. Zentrale
schnell auf eine Straßensperre. Roger, 4 Delta 21. In Ordnung, 4 Einheiten zusammen, haltet durch. Meldungen, alle Einheiten. Einsatz wurde auf Alarmstufe 4 erhöht. Was, 4? Wieso denn 4? 4? Hat sie gerade 4 gesagt? Wieso denn Alarmstufe 4? Wir sind Alarm. Warum? Wir waren 1. Wieso sind wir denn instant 4? Das ist ja aber richtig gemein. Moment, also für 4 brauche ich aber den Kreisverkehr, bitte. Oh Gott, der ist ja auch noch ewig weit weg. Wie komme ich denn da jetzt hin? Einfach geradeaus und an der Gabelung rechts und im Grunde dann eigentlich immer geradeaus. Hier nochmal rechts. Gucken. Acht. Erbitte aktuellen Situationsbericht. Sind immer noch Code 3 und versuchen dran zu bleiben. So, hier muss ich glaube ich lang. Ich korrigiere. Ich kann nicht mithalten. Und dann muss ich eigentlich hier nach rechts. Achso, sollte vielleicht auch in einen Gang gehen, in dem man fahren kann. Einfach Instant Alarmstufe 4. Das finde ich schon sehr unfair. Weil dieses Fahrzeug auch wirklich sehr leicht ist, was genau zu so Problemen führt. Also wenn wir eins von den Stufe 4 Autos zumindest vorne treffen, dann bleiben wir einfach stehen. Oh, warte. Wir uns ja nochmal gesehen, aber konnten dann doch noch entkommen. Okay. Ich denke, das war's dann für die Folge auch erstmal. Ich glaube, das sind jetzt ziemlich genau 30 Minuten nach dem Absturz. Wir haben trotzdem 155.000 Kopfgeld gekriegt, warum auch immer. Aber das ist ja inzwischen gar nicht mehr so viel. Gehen wir nochmal zum Unterschlupf kurz. Hier, Blacklist. Wir brauchen 7,5 Millionen Kopfgeld und wir haben aktuell 6,2. Ja, ein bisschen dauert also noch. Die Rennsiege haben wir theoretisch. Meilensteine haben wir natürlich noch gar nicht. Aber wir haben noch zwei Rennen offen. Das ist nämlich hier dieses Sprintrennen und dieses Mautstellenrennen. Die werden wir nächste Folge fahren und wenn dann noch Zeit ist, fangen wir auch direkt mit den Cops an. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt mir diese ganzen Unglücke in den letzten Folgen jetzt verzeihen. Es war sicherlich nicht meine Absicht. Das war ganz furchtbar. Ich entschuldige mich nochmal dafür, weil ich hasse es, sowas hochzuladen. Aber ich habe leider keine Wahl, weil ich kann es ja nicht nochmal neu aufnehmen. Gut. Ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao.